Servus, grüßt euch. Heute geht es ein bisschen mit dem Blech weiter. Ich habe jetzt vorhin hier einen Probelauf gemacht, das hier, dieses Blech hier ausgebaut. Also jetzt haben wir die Reste davon. Und wir haben da ein neues Blech. Da bin ich echt der Meinung, dass das schon sehr gut passt. Und das Teil soll dann hier hin auf der anderen Seite noch. Also da ist das Blech noch drin, so sah das auf der linken Seite auch aus. Dann bin ich noch total positiv überrascht, dass das hier drin alles doch relativ gut ausschaut. Also hier ist es sogar noch blank, eigentlich, oder nahezu blank. Ja, das kann man jetzt wirklich gut konservieren da drin. Und dann kann man das neue Blech drauf tun. Und dann sind eigentlich schon mal das erste Fundament gesetzt, wenn man so will. Hier haben wir noch ein bisschen Schaden entdeckt. Also hier ist ein bisschen rund und hier ist ein bisschen rund. Was auch zur Folge hatte, dass er hier abgerissen ist. Mein Gott, das hat sicher mal einen Unfall gehabt, das Teil. Aber durch das, dass es so schön zerlegt ist und wir auch ein bisschen Maße dazu haben, bin ich der Meinung, kriege ich das schon wieder so hin, dass es für uns passt. Also ich will jetzt hier kein Spaltmaß-Deluxe-Auto bauen oder so. Das ist mir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich Wumpe. Genau, hier ist noch der schöne Haken vom Jens. Danke dafür. Gab es wirklich original so, also konnte man zumindest dazu bestellen. Hat eine VW-Teilenummer hier. So, die Seite war der Flo gerade brav. Das ist rausgeflext. Ja, und hier hat er das Blech schon angepasst. Da unten an den. Ja, an den Rundungen hat es nicht ganz so geil gepasst, aber allgemein finde ich, passt das schon gut. Und was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert ist, dass das Original gar nicht mehr so gut passt. Das Blech schon mal gar nicht. Also ja. Die Rundung überhaupt gar nicht stimmt. Und insgesamt muss es halt auch weiter runter. Das heißt, ich muss jetzt wie bei dem anderen wieder so einiges wegschneiden. Aber ich richte mich halt wirklich nach dem hier und nach der Rundung. Aber so, mein Gott, das ist halt immer so. Also selbst wenn du ein Originalteil hast, das muss halt immer, Blech muss man immer anpassen. Also, ja. Vor allem, wenn man so wie wir eine krumme Karre macht. Und das schweißt du als nächstes? Oder wie? Nee, schweißen tue ich jetzt noch gar nichts, weil wir erstmal noch diese Punktstoßstangen, Ja, nee, weil das sind ja hier 1017 Punkte. Machen wir das alles mit einer Elektrozange oder Pistole, weil das ist original auch so. Ja. Das wäre ewig die Arbeit, das musst du dann alles bohren, also Löcher bohren, durchschweißen und dann verschleifen, dann wirst du nicht fertig. Ja. Brav hast den Sonntag rüberbracht. Filmst du mich? Ja, weil das so schön ist, wie du dich freust. Ja, ja, weil es ist echt gut gegangen. Also ich meine, ich weiß zwar nicht, wie viele Stunden, dass ich jetzt da verbracht habe, das da hinzupassen, aber und den Rahmen da vor allem auszubiegen, weil der ist ja auch krummi. Aber alles machbar, ne? Siehst ja. Kaum tust du mal einen Sonntag machen, dann ist das irgendwie schon gemacht. So, viele fragen sich jetzt, warum habe ich einen Handschuh an? Ich habe mir mal wieder meinen Daumen zerschlagen, weil wir diesen Bolzen herausgemacht haben. Wie man sieht, hat der auch geglüht. Oder zumindest haben wir es heiß gemacht hier. Das war hier drin. So. Und die Handbremse stand hier. Und der Brutale an dem Ganzen ist, dass hier alle beweglichen Teile sich wieder bewegen. Der Markus tut gerade den Bolzen wieder reparieren. Und hier der Knopf. So dass der Zahn, die Verzahnung hier gehen kann, so, das geht alles wieder erst rein. Also das war, wie man von den Anfangsbildern kennt, ungefähr so hoch mit Erde voll und ja, finde ich ziemlich geil. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich habe hier den Bolzen ausgebaut fürs Bremspedal, der war hier drin, der lässt sich auch erst rein wiederverwenden. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich habe den Kupplungshebel ausgebaut, der war hier drin, so. Hier hat er gearbeitet. Und der war natürlich komplett fest. Und der passt auch in den neuen Rahmen. Aber da müssen wir auch wahrscheinlich die Buchsen neu machen, weil die hat mir, finde ich, ein bisschen zu viel Spiel. Mhm. Aber ansonsten, ne, haben wir hier wieder so einiges an Teilen, mal abgesehen von den Bolzen, die wir einfach wiederverwenden können. Also so jetzt die ohne mega aufzuarbeiten, sondern einfach, wie man es eh machen würde, wenn man was restauriert. Also total cool. Und was wir noch rausmachen, ist dieses Blechteil hier und dieses Blechteil hier und auch, ich sage mal, das Häuschen von der Handbremse. Mhm.
Also, und das kopieren wir quasi 1:1 so in den Rahmen hier unten drauf, genau, oder? Genau, das bauen wir dann 1:1 wieder da unten drauf. Ja. Und das hier versuche ich auch zu erhalten. Ah ja, okay. Das Ganze hier, weil das ist echt, also kann man was sehen, das ist gar nicht schlecht. Da wird es zum Beispiel auch noch spannend, das ist der originale Sicherungskasten. Da habe ich jetzt auch ganz bewusst die Kabel alle abgezwickt, dass man die Schrauben hier festhält, also die Halterung, also da wo das Kabel reinkommt, festhält mit der Zange und dann hier auch nochmal mit der Zange dran kann. Weil das geht im eingebauten Zustand richtig beschissen. Und den würde ich heute auch gerne erhalten, weil mir wurde auch gesagt, dass die Zubehörteile, also die es heute gibt, diese Brücken hier nicht haben. Da muss man sich dann irgendwas reinfuschen. Menschal, was hast du gemacht? Ich habe den Bus zerschnitten. Bist du noch ganz sauber? Ich habe die Trennwand abgebaut, ich habe die Radkästen abgebaut. Das sieht aus wie auf einem Schlachtfeld. Im Endeffekt ist es jetzt ein bisschen so, dass... Es ist jetzt so, dass er ein bisschen einen Rahmenschaden hat. Also man kann ihn, wenn man hier drauf drückt, versucht und dann repariert er sich allein. Das ist ja super. Diesen restlichen Boden hier abgebaut, weil diese Teile brauchen, also das Teil brauchen wir, das Teil brauchen wir, das Teil brauchen wir. Und das hier will ich erhalten noch. Und das Teil auch. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, da unten ist noch gar nicht so viel passiert. Naja, aber er schaut jetzt schön. Außer dass ich das da vorne mal geblankt habe und alles den Rest abgemacht habe. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus. Das schaut voll übel aus, nicht gut. Aber um jetzt allen Menschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass das ja bloß um die Nummer gebaut wird, so von dem Kotflügel oder so, du hältst schon noch einige Sachen. Ja, da kann man es auch sehen. Eigentlich aus diesen zwei Radhäusern werde ich eins machen, weil das würde ich auf jeden Fall erhalten, allein schon wegen dem Einschuss hier. Genau, ja. Und wahrscheinlich werde ich auch von der Seite hier, von der anderen Seite will ich wahrscheinlich auch so diese Ecke hier erhalten. Ja. Also wenn man sich das so vorstellt, das war halt mal hier. So. Weil das ist vor allem auch ein Sichtteil. Also wenn man dann später die Tür aufmacht, wird man die Stelle sehen. Ja, solche Dinge versuchst du genau, so zu erhalten, das, aber halt alles, was nicht mehr... Was halt ja absolut gar keinen Sinn macht und halt einfach auch zu instabil, also das Auto instabil werden lässt. Vor allem für unser Vorhaben ist das halt nicht gut, wenn das Auto irgendwo instabil ist. Ja. Die Trennwand zum Beispiel ist auch gar nicht so beschissen. Die braucht eigentlich nur hier ein bisschen Arbeit. Und dasselbe auf der anderen Seite. Und der Klassiker natürlich, das eigentlich nahezu jeder Bus hat, hier unten die Kante. Ja. Hallo, hallo, hallo! Heute wird's wirklich richtig wild. Noch wilder wie beim letzten Mal. Wir nehmen den jetzt komplett auseinander. Also heute wird... Ja, das eskalieren wir richtig. Tabula rasa! Aber wir waren uns zwischendrin noch nicht ganz sicher, ob wir nicht vielleicht vorher noch die Kupplung machen sollten. Das ist ein Spinner. Aber ja. Das sieht schon echt sexy aus, oder? Doch, ich würde auch sagen, also neuer Rahmen, top. Alter Käfer dahinter. Ja. Hier sieht man halt noch so die Bruchstücke und das werden wir jetzt ändern. Ich habe mir da auch schon gedacht, das ist richtig geil, wie lose das hier ist. Also ich meine, ich habe heute nicht mit Papa gefrühstückt oder so ein Scheiß, sondern das ist halt einfach jetzt so. Es ist einfach crazy, Mann. Ja, gut, heute werden quasi die Seitenteile komplett weggemacht und hinten. Ja, und der Kofferraum oben und so. Also am Ende vom Tag soll eigentlich bloß noch der Rahmen mit diesem Kasten hier sein. Aber das muss halt jetzt leider hier erstmal weg, weil das halt einfach unglaublich viel Platz braucht, den wir brauchen, um dieses Fahrgestell jetzt erstmal zu reparieren. Da ist einfach diese Stütze, weißt du, die den Kofferraum unten. Ja. Nicht wahr, die muss ja gar nicht haben. Was bleibt denn zusammen? Was denke ich denn schon? Okay, jetzt haben. Jetzt müssen wir los. Ja, warte, 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 warte. Nicht die Ecke brechen. Aber das ist echt in einem geilen Zustand, ja. Das würde leider auch wieder ein bisschen Action, das wieder zu reparieren, aber gut.
Aber ihr glaubt nicht, dass das schafft. Das ist ja auch ein wunderbar. Ein wunderbares Reparaturblech. An, Hersteller ist Fragezeichen. Und es wurde angenietet, oder? Es war angenietet, genau. Schakalack. Es wäre sogar noch cool, falls jemand das brauchen kann. Also die hintere Ecke auf jeden Fall. War bestimmt Karosseriebauer. Ja, ich fürchte. Ja. Weißt du, was ich glaube, Menschel? Ich glaube ganz ehrlich, wenn wir das jetzt hier abcutten, dann ist das ewig. Ah, Menschel, kannst du mir mal eine große Wasserpumpenzange geben? Oder nee, weißt du was, gib mir was zum Abzwicken, weil scheißegal, das ist sowieso tot. Irgendwas massiv Krankes. Eine Zange. Eine richtige Beißzange. Ja, sowas. Genau. Das hält wirklich nur am Boden. Genau. Mensch, weißt du, was wir jetzt vielleicht noch machen können, was eine Arbeitserleichterung wäre? Wenn wir es hier einfach hier cutten und hier, weil dann ist sowieso was machen wir schon. Ah, weiß ich nicht, weil ja, okay, dann man kann es schon ganz gut greifen. Aber weißt ja, okay, dann so schwer ist es nicht mehr. Gut, dann machen wir es so. Können wir das so kippen? Da könnte ich vorne nehmen und du hinten. Das können wir probieren. Was ist bei dir? Ja, bei mir geht's. Wenn ich da überall rüberkomme, geht's. Ja. Alter! Das ist unser T1. Wird schon wieder. Ja. Sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Scheiße. Aber schau mal, wie es den schon aufgesprengt hat. Hier zum Beispiel. Siehst du das? Ja. Und da auch. Da kann man die Achse sehen und da kann man sogar auch sehen, dass die Achse echt gut ist. Also die, das werden wir einfach auch deshalb schon mal nicht wegwerfen, weil das wirklich dieses Achsrohr hier innen gerne einfach durch ist. Da wissen wir es noch nicht, aber ich glaube, das sieht auch gut aus. Ja, wir werden den Rahmen schon mal das Ganze so ein bisschen aufheben. Also. Aber so wie jetzt, das verwendet man nicht? Nee, auf gar keinen Fall, weil das ist einfach too much. Wir bauen bloß quasi nur noch das von, ja, von, genau, von dem in den neuen von uns ein und schauen halt, was noch zu gebrauchen ist und den hier mal einfach so mal auf und schauen, genau, ob noch irgendwas fehlt oder auch wegen den Maßen oder so. Ja, ja, zum Beispiel, schauen wir, bauen uns hier zum Beispiel diesen Kupplungszug wieder aus, also dieses Rohr, ja, das wollen wir alles wieder verwenden. Wobei ich jetzt schon sagen muss, der Boden hier von unten sieht ja gar nicht so kacke aus. Mhm. Mal schauen, vielleicht kriegt er eine Chance, aber das Blech hier will ich auf jeden Fall wieder übernehmen. Ja. Und das Blech halt darüber, den Sitzkasten, wie gesagt, die ganzen Rohre für die Züge. Das hier ist ja austauschbar, das ist halt Seilzüge, das ist die nimmst du einfach wieder raus. Das ist kein Problem. Genau, und den Kabelbaum gucken wir uns auf jeden Fall noch genau an, weil der ist nämlich auch, so was ich besitze, gesehen habe, gar nicht so schlecht, weil das kann man hier ganz gut sehen. Das hat wahrscheinlich auch hier ewig Sonne abgekriegt. Das sieht man einfach daran, dass er ausgeblichen ist. Siehst du, wie rot das eigentlich ist? Mhm. Und wenn du jetzt hier das mal so biegst, schau, so, kann ich hier keine Isolierung brechen. Mhm. Was spricht dagegen, diesen Kabelbaum zu verwenden? Mhm. Natürlich müssen wir den ein bisschen die Durchgänge prüfen und keine Ahnung. Und es kann jetzt schon auch sein, dass er irgendwo Unterbrechungen hat. Dann ist es halt kacke, dann können wir ihn eigentlich weghauen, bis du das findest. Aber so, bisher, was ich hier so sehe, habe ich kein Problem, den wieder zu verwenden. Mhm. Da sieht man sogar noch die originale Farbe und so. Mhm. Genau, und hier kann man auch mal ganz gut sehen, hier ist ein Grund, warum wir auch mitunter diesen Rahmen nicht mehr verwenden. Ist einfach, dass er hier geknickt ist. Mhm. Das kann man hier ganz gut sehen. Hier kann man es auf der anderen Seite vergleichen, wie das eigentlich aussehen sollte. Sieht man das? Mhm, ja. Genau. Und was man auch noch sehen kann, ist, dass er hier ist richtig schön gebogen. Mhm. Und das ist halt für mich so ein Punkt, wo ich sage, also die Achse, die kann hier nicht hundertprozentig gerade sitzen. Ja. Und das ist halt dann so ein Punkt, wo ich auch sage, okay, das sind jetzt schon zwei Gründe. Vor allem der Hauptgrund, warum wir diesen Rahmen nicht mehr verwenden, ist einfach der Umstand, dass er hier einfach gebrochen ist. Also klar kann man jetzt sagen, das kannst du bis hier vorne neu machen. Ja, aber klar, dann habe ich immer noch den Schaden im Heck. Ja, und es hat sich einfach so schön ergeben, dass wir einen neuen Rahmen kriegen. Ja. Warum sollte man es nicht tun? Ja. Altes Spiel wie immer. Wir fahren jetzt den Rest hier und den Rest hier.
ins Lager. Da haben wir uns gescheit verschätzt. Zu zweit hätten wir den nie raufbekommen. Deswegen sind wir dann rüber zum Kran und haben ihn da aufgeladen. Ladungssicherung mal wieder. Deshalb bin ich der Meinung, wir machen jetzt ein paar Versuche. Was? Versuche in deinem Labor? Ja, ich mache Versuche. Also der letzte Versuch hat so geendet. Der letzte Versuch in meinem Labor hat so geendet. Also wir haben jetzt hier reale Bedingungen geschaffen. Wir haben hier die alten Bleche vom T1, vom Rahmen, also dasselbe, was wir jetzt dann hier einschweißen werden. Hier als Versuchsobjekt. Auch alles schön mit Schweißprimer eingeschmiert. So, jetzt müssen wir mal schauen, auf wie viel die Maschine steht. Das ist die Machina. Das ist die Machina, die ist auch ein bisschen wenig. Und das ist eine alte Dalex. Das ist so selbst schon ein Klassiker. Das ist halt praktisch, wie sagt man so schön, auch schon ein Oldtimer. So, das tun wir mal. Das hier rein so. Und dann schweißt es das hier. Sollte, aha. Ganz im Gegenteil, jetzt brennt mir da sogar noch was drauf, was ich eigentlich schon nicht will. Jetzt besser oder nicht? Da. Mhm. Erzähl. Das war einfach zu dumpf, oder? Ja. Das ist der Verlacker. Ja, ja, das liegt vor. Das soll ja nicht. Das ist ja gleich. Passt jetzt. Ja, wobei, da hinten verbrennt es schon wieder so. Probieren wir es. Versuchen wir klug, mehr wie runterbrechen können wir nicht. Finally bauen wir es ein, Mensch. Mhm. Die ersten Schweißpunkte werden gesetzt. Wir werden es probieren zumindest. Versprechen können wir gar nichts, ne? Hat schon mal nicht funktioniert. Wie du hörst. Mhm. Funktioniert nicht. Nein. Der erste hat gesessen, der zweite, dritte nicht. Okay. Keine Ahnung, was da abgeht. Ich geh mal lieber. Stumm ist so semi gut. Hat wohl nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Ich glaube, er arbeitet an einer anderen Lösung, aber manchmal muss man die Werkstatt auch kurz verlassen. Okay, leider hat das gestern nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Ich bin ja dann verschwunden. Der Flo hat ganz brav das dann noch mit Schutzgas eingeschweißt. Ganz normal, so wie es immer gemacht hat. Das mit der Zange müssen wir uns irgendwie nochmal auseinandersetzen. So ganz funktioniert, ja, funktioniert das nicht. Ja, jemand haben, der sich damit richtig auskennt oder was, weil... Ja, irgendwie muss man das da auf jeden Fall nochmal richtig einstellen oder keine Ahnung. Wir müssen uns auf jeden Fall damit noch auseinandersetzen. Jetzt im Moment ist es halt dann nur so gegangen, aber immerhin. Das erste Teil ist eingeschweißt und die ersten zwei, ja. Und jetzt kann es auf jeden Fall so weitergehen. Die nächste Lieferung ist gleich am Start. Stimmt, nächste Lieferung kommt morgen. Natürlich von... Geht da hier bei uns! Natürlich von... Febib. Genau, und ich würde sagen, bis dahin
Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.